Dieser Blick hat sie weltberühmt gemacht. Nicht nur in Hochzeit auf Italienisch aus dem Jahre 1964. Jetzt ist die Diva des italienischen Films zurück. Sophia Loren, inzwischen 86 Jahre alt, in einem Film, bei dem ihr Sohn Regie führte. Du hast das Leben vor dir, erzählt von einer Holocaust-Überlebenden, die einen Straßenjungen aufnimmt. Kein einfacher Stoff, der ihr, der Grande Dame, noch einmal alles abverlangte. Ende der Woche ist der Film bei Streamingdiensten abrufbar. Anja Miller. Sie ist bis heute eine der ganz Großen. Die gefeierte Sophia Loren, der größte weibliche Filmstar, den Italien je hervorgebracht hat. Eine Diva durch und durch, voll Eleganz, Erotik und Geheimnissen. Gefeiert auf den roten Teppichen der Welt. Vor 10 Jahren hat sie sich plötzlich aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Aber jetzt macht sie noch mal ganz großes Kino und spielt die Hauptrolle in dem Filmdrama Du hast das Leben noch vor dir. Dass ich wieder einen Film mache, liegt an der Geschichte. Sie ist es wert, weil sie keine x-beliebige, sondern eine sehr wichtige Geschichte ist. Für mich, für meinen Geist und mein ganzes Ich. Die Loren beeindruckt mit 86 Jahren noch mal als Charakterschauspielerin mit einem schweren Stoff, der von Flucht, Vertreibung und dem armseligen Leben auf der Straße handelt. Madame Rosa nimmt den weisen jungen Momo bei sich auf. Je näher sich die beiden kommen, desto tiefer versinkt sie in Alter und Vergessen. Sophia Loren spielt ungeschminkt und authentisch unter der Regie ihres Sohnes. Ich wollte damit eine filmische Hommage an das italienische Kino meiner Mutter machen. Oh, danke, das wusste ich ja gar nicht. Ich habe es ja noch nicht gesagt, das ist jetzt live. Für ihre Rolle in dem Kriegsdrama Und dennoch leben sie erhielt die Schauspielerin einen Oscar. Es folgten zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen und Weltruhm. Sophia Loren ist das italienische Kino und das italienische Kino ist Sophia Loren. Die Mischung aus Erotik und Witz war ein Kassenmagnet. Zusammen mit ihrem Filmpartner Marcello Mastroianni bediente sie das Publikum perfekt und prägte Generationen von Kinogängern. Auch als Weltstar blieb ihr Herz immer mit Neapel verbunden, sagt die Diva. Dort wuchs sie in armen Verhältnissen auf. Die Mutter schickte ihre gut aussehende Tochter zu Schönheitswettbewerben, um die Familie durchzubringen. Der Vater hatte die Familie früh verlassen. Ich bin stolz darauf, Neapolitanerin zu sein. Auf die neapolitanische Sprache, den Lebensstil, einfach auf alles. Wann die Diva geht, entscheidet die Diva. Ihr neuer Film wird in Italien bereits für einen Auslands-Oscar gehandelt.